Minimalismus als Gegenentwurf zum schneller, besser, mehr. Für mich irgendwie ein spannender Gedanke und Grund genug, mich selbst einmal zu versuchen am Minimalismus. Ich gebe mir dafür 7 Tage Zeit, zu verstehen, was Minimalismus genau ausmacht und wie ich mein Leben in dieser Zeit minimalistisch gestalten kann. Wird es mir gelingen? Um ein Minimalist zu werden, muss ich Minimalismus erst einmal verstehen. Minimalismus selbst ist aber kein grundlegend neues Konzept. Eng verwandt mit dem neuen Trend ist die Praxis der Askese, die bereits seit Jahrtausenden die körperliche und geistige Reinigung zum Ziel hat. Auch im 19. Jahrhundert beschreibt der Schriftsteller Henry David Thoreau durch seine Zeit in einer Blockhütte in den Wäldern die Vereinfachung des Lebens als das ultimative Ziel. A man is rich in proportion to the number of things which he can afford to let alone. Der neue Hype des Minimalismus begann dann 2008 in den USA, bekannt als Simplify-Bewegung. Um jetzt aber selbst zum Minimalisten zu werden, brauche ich natürlich das nötige Fundament. Und dazu habe ich mir ein Buch geholt von Christoph Herrmann, und zwar das Minimalismus-Projekt. Und darin stellt Herrmann 52 Ideen vor, die man heute integrieren kann, damit man minimalistischer leben kann. Ich finde, manche Ideen doppeln sich da etwas und ich habe das Ganze mal zu Oberkategorien zusammengefasst. Und ich widme mich jetzt in diesem Video jeden Tag einer Kategorie. Zudem hole ich mir Rat vom Minimalismus-Experten und YouTuber Luke. Warum bin ich Minimalist geworden? Vor allem wegen der kreativen Arbeit. Also ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich halt echt sehr viele kreative Sachen mache und auch gerne machen möchte, brauche ich einfach recht wenig um mich herum, weil ich dann einfach gedanklich frei sein kann. Und dadurch habe ich eigentlich erstmal angefangen, mein ganzes Umfeld sozusagen zu reduzieren. Das habe ich vor 1,5 Jahren gemacht. Diese Komponente im Kopf ist das, was für mich das Allerschönste ist. Man muss weniger Entscheidungen treffen, weniger aufräumen. Man wird halt mit weniger konfrontiert. Das ist für mich der Hauptgrund. Das klingt sehr schön. Das klingt so verlockend. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. ja, Luke, wie sieht denn das aus, wenn ich mich dem jetzt so widme? Was sind denn so die ersten großen Baustellen, mit denen ich mich da mal auseinandersetzen sollte? Was denkst du? Also ich glaube, das ist immer ein bisschen individuell. Die ersten großen Baustellen sind natürlich auch deine großen Baustellen. Also ich glaube, dass das Thema Ausmisten einfach was ist, was sozusagen das Klischeehafteste beim Minimalismus ist, womit man auch anfangen kann. Ob du jetzt die Kleidung nimmst oder die Küche oder das Bad. Ich würde mich halt auf einen Bereich konzentrieren und auch erstmal nur da bleiben. Bevor ich mich direkt ins Doing stürze, möchte ich jetzt aber erstmal im ersten Schritt verstehen, was den Minimalismus genau ausmacht. Und da fand ich eine sehr schöne Zeile im Buch von Herrmann ist: Ein voller Terminkalender und das Leben ist doch nicht erfüllt. Weil das greift einen sehr schönen Gedanken auch auf. Hier geht es nämlich darum, sich von Ballast zu befreien. Und es geht nicht nur um Kleidungsstücke oder Dinge, die in der Wohnung rumfliegen, sondern auch um Termine im Kalender, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, Verpflichtungen, denen man nachgeht und vielleicht auch negative Beziehungen, von denen man sich befreien kann und auch im nächsten Schritt dann sollte. Und das ist ein wesentlicher Gedanke des Minimalismus. Im Wesentlichen geht es auch darum, so wie ich es verstanden habe, Räume zu kreieren und Räume zu eröffnen für Dinge, Aktivitäten und Menschen, die einem wirklich wichtig sind. Was mich besonders anspricht, ist, dass der Minimalismus versucht, eine äußere Ruhe zu kreieren und eng damit verbunden auch eine innere Ruhe. Denn wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen. Am zweiten Tag geht es direkt um das, was die meisten mit Minimalismus verbinden. Das Ausmisten. Ich frage dazu Luke, wie er dabei vorgeht. Ich habe immer so eine TTT-Methode. Das heißt, du hast 3 Boxen. Die eine, da packst du alles rein, was du weggeben willst. Die andere, alles, was du behalten willst. Und die dritte, alles, was du verkaufen willst oder verschenken willst. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, nimm dir einfach 1-2 Tage Zeit, geh durch deine Wohnung und greif dir einfach alles, wo du denkst, ja, okay, das brauche ich wirklich nicht mehr. Dann setzt du dich vor diese Boxen und dann packst du es halt dahin, wo du denkst, dass es hinkommen soll. So, Freunde, heute beginnt jetzt das große Ausmisten und ich freue mich schon. Ich bin sehr gespannt von den Dingen, die ich behalten werde, aber die Dinge, von denen ich mich auch heute trennen werde und muss.
Ich werde jetzt durch mein Zimmer gehen und einfach mal alle möglichen Spots durchleuchten und gucken, naja, was sind Dinge, die mich vielleicht auch schon in den vorherigen Wochen gestört haben, und auch in Kisten mal nachschauen, naja, brauche ich das denn wirklich noch? Und dann wende ich da die TTT-Methode an, von der hat der Luke schon gesprochen, und die zeige ich euch jetzt mal. So, und das sind jetzt hier meine drei Ts. Also hier rechts, das erste T, Trash, also alles, was weggeschmissen wird, was ihr nicht mehr braucht, das kommt hier rein, in mein erstes T. Das zweite T ist Treasure, also Schätze, die ich noch wiederentdeckt habe, die ich gefunden habe, die möchte ich behalten. Die kommen hier rein. Und hier vorne, das ist die Transfer Box, also hier kann ich also Dinge spenden oder vielleicht noch bei eBay Kleinanzeigen reinsetzen, verschenken, das ist die Transfer Box, das dritte T. Und ja, damit ich diese Boxen jetzt auch füllen kann, geht es jetzt erstmal ran ans Ausmisten. Puh, so, jetzt bin ich soweit erstmal durch mit dem Kram, den ich hier angehäuft hatte, und ja, fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ja, also hier haben wir noch ein paar Sachen, die ich verschenken und verkaufen kann, bestimmt nochmal im Wert von 20, 30 Euro auch. Hier sind noch wertvolle Dinge dabei, die ich auch nochmal einsetzen möchte, und es hat sich tatsächlich auch ordentlich gezeigt, wie viel eigentlich wirklich weg kann. Und ich frage mich immer wieder, wie sich das eigentlich so ansammelt. Also zum Beispiel das hier, das war vom Kieferorthopäden oder vom Zahnarzt so ein Gipsabdruck. Also wieso zur Hölle bin ich darauf gekommen zu sagen, oh ja, die nehme ich mit nach Hause, die brauche ich nochmal. Also es ist manchmal schon faszinierend, was sich da so ansammelt. Ja, aber dass man sich auch ganz gut, merke ich jetzt doch auch, trennen kann von Dingen. Das fühlt sich gut an, das schafft irgendwie wieder einen neuen Raum. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das heute hier schon machen konnte. Klamotten habe ich jetzt noch nicht aussortiert. Ich glaube, das wäre nochmal eine Nummer härter. Ich glaube, das setze ich mir dann das nächste Mal als Ziel, dass ich da nochmal ein extra Video auch zu mache, wie ich einfach meinen Schrank ausräume und da wirklich mal, ja, so Tabula Rasa mache und alles auf Null setze und dann mal gucke, was sind das eigentlich noch für Dinge, die ich dann anziehen möchte. Aber so viel jetzt erstmal zur TTT-Methode und dem Ausmisten, und ja, hat sich auf jeden Fall schon mal cool angefühlt, das so zu machen. Bin gespannt, wie jetzt so die nächsten Tage werden, wenn man jetzt schon mal so sich schon so befreit fühlt irgendwie, ne? Das ist ja schon mal ein guter Start. Antizyklisches Verhalten ist ebenso Teil eines minimalistischen Lebensstils. Beim antizyklischen Verhalten geht es vor allem darum, entgegen anderer oder der üblichen Verhaltensmuster, die man von den Menschen erwartet, zu handeln und zu agieren. Also, wenn man zum Beispiel nicht in den Sommerferien in den Urlaub fährt oder am 23.12. erst seine Weihnachtsgeschenke kauft. Das spart doch auch viel Stress und Wusel und irgendwie ein ganz spannender Gedanke, wie ich finde. Meine Baustelle wird heute auf jeden Fall das Fahrrad sein, denn das wollte ich eigentlich erst im Frühling reparieren lassen, aber da werde ich wohl nicht der Einzige sein. Ja, mein Fahrrad, das braucht auf jeden Fall mal eine Generalüberholung. Der Sattel wurde vor ein paar Wochen geklaut und hinten der Reifen ist auch ganz schön abgefahren. Und eigentlich wollte ich das jetzt erst im Frühjahr machen, aber da werden ja alle in den Laden rennen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal losgehen mit Handschuhen und mein Fahrrad zum Fahrradladen schieben und das mal ein bisschen frisch machen. So, ich habe mich ganz ruhig beraten lassen können und habe jetzt einen neuen Sattel. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich habe mich heute an einem stressfreien Morgen versucht. Und mir ist aufgefallen, dass viele Dinge mir eigentlich schon relativ einfach fallen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die sind doch noch schwierig.
Man muss erstmal sagen, Morgner als solches, die sind mir eh schon lange heilig. Aber irgendwie haben sich bei mir, hat sich zum Beispiel eine Routine eingeschlichen, wo ich weiß, dass sie eigentlich nicht gut ist für mich und ich auch gerade wieder versuche abzulegen. Und es gelingt mir immer besser. Also, worum geht's? Es geht natürlich vor allem um den Wecker. Das ist so ein richtig leidiges Thema. Wenn es um also einen stressfreien Morgen geht, dann empfiehlt Hermann auch im Buch, sich den Wecker möglichst früh zu stellen und dann auch aufzustehen, dann was von dem Morgen zu haben. Oder wenn man weiß, man hat eh nicht viel zu tun und man skippt zum Beispiel das Frühstück, warum soll ich ihn mir denn nicht einfach später stellen und dann zu dieser Zeit aufwachen? Und das war bei mir genau das Problem, dass ich dachte, ich muss ja irgendwie früh aufstehen und ich brauche immer ein Frühstück. Deswegen habe ich die letzten Monate, habe ich mir einen Wecker gestellt, um 7.10 Uhr, 7.15 Uhr. Ich bin erst um 7.40 Uhr richtig aus dem Bett gekrochen. Also teilweise 20 Minuten, manchmal auch 30 Minuten. An ganz schlimmen Tagen war ich auch eine Stunde morgens noch im Bett und bin einfach nicht rausgekommen. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, warum stellst du dann nicht einfach später einen Wecker? Ne? Und stehst wirklich zu der Zeit, wenn der Wecker klingelt, doch auf. Und das habe ich heute Morgen auch versucht, nicht mehr zu snoozen. Ne? Und dann nochmal drauf zu drücken und zu sagen, dann liegst du nochmal 20, 30 Minuten da. Sondern wenn der Wecker klingelt, dann stehe ich auf. Und ich bin jetzt gerade auch in so einer Übergangsphase, wo ich versuche, mit einem Wecker wirklich zu arbeiten. Nicht mit dem Handy, das Handy wirklich auch auszulassen, sondern mit einem Wecker wieder zu arbeiten. Den habe ich von meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich finde, der sieht auch ganz cool aus. Und der muss jetzt eigentlich nur noch mal angeschaltet werden. Und dann bimmelt der morgens und nicht mein Handy. Hat auch den Vorteil, dass ich direkt erstmal, wenn ich morgens aufwache, auch erstmal bei mir bin. Und wenn ich auf meinem Handy bin und da den Wecker dann ausschalte, dann habe ich das Handy schon in der Hand. Dann tendiere ich dazu, direkt irgendwie zu gucken, wer hat mir geschrieben, was ist passiert über Nacht. Ja, was soll über Nacht passiert sein? Leute haben auch geschlafen. Auf jeden Fall so dieses Gefühl, habe ich nicht irgendwie was verpasst. Und da bin ich direkt mit dem Kopf in ganz anderen Welten und bin gar nicht bei mir. Und ich finde es eigentlich schön, vom Gedanken, morgens auch völlig bei sich erstmal sein zu können. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch mehr einführen. Das habe ich heute Morgen gemerkt, dass mir das richtig gut getan hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, um stressfrei in den Morgen zu starten. Finanzen ist für viele ein eher nerviges Thema. Und ich kann auch verstehen, warum. So der Einstieg ist dann doch gar nicht so leicht. Aber es ist mit den meisten Themen ja im Leben so. Wenn man erstmal so diese erste Hürde überwunden hat, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Und es ist sogar ganz spannend, sich damit dann wirklich mal auseinanderzusetzen. Denn, und das ist ja auch ein Gedanke des Minimalismus, Dinge, die irgendwie unseren Kopf vollmüllen und lange beschäftigen, die tun uns nicht gut. Und die Frage, wenn man sich mit den Finanzen nicht auseinandersetzt, kann ich mir das denn leisten und so weiter, die wird einen dann doch irgendwie länger begleiten und damit auch Stress auslösen. Setzt man sich mit dieser Frage auseinander und weiß relativ gut Bescheid um seine Finanzen und hat da auch ein gutes Gefühl, dann nimmt das viel Stress. Und deswegen ist das tatsächlich eine spannende Sache. Ich habe tatsächlich auch schon ein Video dazu gemacht, warum das Thema Finanzen spannend ist und wie man auch einen Zugang zu dem Thema findet. Das findet ihr hier oben einmal. Grundsätzlich ist mir der Aspekt Finanzen im Minimalismus relativ leicht gefallen, da ich mich bereits zuvor mit der Frage auseinandergesetzt habe, wofür ich überhaupt Geld ausgeben möchte und wo vielleicht auch weniger mehr ist. Ein wichtiger Punkt, den ich im Buch etwas vermisst habe, ist der Punkt digitale Hygiene. Da geht es zum einen um die schier endlose Anzahl an Apps, an Nachrichten, an Fotos und an anderen Daten, die wir auf unseren Geräten gespeichert und gesichert haben und die unheimlich viel Raum eigentlich einnehmen. Und für einen aufgeräumten Kopf sollten eigentlich unsere digitalen Geräte auch etwas mehr aufgeräumt sein. An Tag 6 habe ich mir genau das zum Ziel gesetzt. Auf meinem Smartphone nutze ich bereits Ordner, um viele verschiedene Apps bereits einer Kategorie zuzuordnen. Trotzdem hat es auch verdammt viel Spaß gemacht, einfach auch mal wieder auszumisten, auch auf den digitalen Geräten. Zur Digitalhygiene gehört zum anderen aber auch die Zeit, die wir mit diesen Geräten verbringen. Und bewusst mal auf Social Media zu verzichten, das Handy beiseite zu legen und auch mal vielleicht auszuschalten, was bei mir wirklich auch schon eine Weile her ist, dass ich das Gerät richtig ausgeschaltet habe, und sich auch zu bremsen, wenn man sich wieder dabei ertappt, dass man schon wieder lange durch irgendwelche Feeds scrollt oder durch irgendwelche Stories swiped. Das ist also schon ein sehr wichtiger Punkt auch bei der Digitalhygiene.
Und da ich diesen Gedanken so spannend finde, möchte ich das Ganze auch nochmal in einem 30-Tage-Selbstexperiment versuchen, was ich sehr bald hier auch auf dem Kanal starten werde. Deswegen abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du das Selbstexperiment nicht verpasst. Ich glaube, das wird das schwierigste Selbstexperiment, was ich überhaupt jemals gemacht habe. 30 Tage ohne Social Media. Ich muss sagen, 7 Tage waren wirklich sportlich. Das Ganze ist vielmehr ein längerer Prozess, durch den man erstmal gehen muss. Trotzdem merkte ich in diesen paar Tagen bereits, wie sehr sich etwas in mir veränderte. Wie viel Stress und Unruhe wir uns mit Hilfe des Minimalismus ersparen können, das hat mich beeindruckt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich den minimalistischen Lebensstil weiter verfolgen kann. Doch eins weiß ich jetzt schon: Das nächste große Experiment steht bereits an.